Ich such mal. Ich wette, der ist jetzt. Oh genau, Leute, ich sehe den Namensschild, die kommen wieder, die kommen wieder. Okay, 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 ich komm hoch. So, da sind wir wieder in der nächsten Folge Let's Battle Together Minecraft Staffel 8. Ich würde mal sagen, ich nehme auch mal das Fleisch aus dem Ofen raus, denn die Kohle kannst du gerade mal rausnehmen. Mhm. Optifine Zoom ist ja erlaubt und sowas, ne? Ja, das ist erlaubt, aber nimm bitte gerade mal die Kohle raus, weil wie gesagt, auch der Ofen ist verdächtig. Ja, ja. Und wir müssten echt aufpassen. Oh, ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Ich schmeiße die Schneebälle raus. Glaube? Wir sollten wirklich nicht auf diesen dämlichen Mauern stehen. Das ist ja doof. Ja, das ist kontraproduktiv. Ich meine, so haben wir die auch gesehen. Ah, das ist so doof. Wir hätten einfach... Ich dachte schon, die haben uns gehört, weil die da so entlang gebaut haben. Dabei haben die nur ihren Keller ausgebaut, ne? Ja, schon. Mann! Das wäre perfekt gewesen, wenn wir uns vorher in die Tür reingestellt hätten und die, wenn es zurückgekommen, dann bäm und tschüss. Aber hier ist es ganz hübsch, finde ich. Die haben eine schöne Basis. Das ist echt eine schöne Basis, ja. Oder die behalten wir. Was würdest du meinen, wenn wir uns aufs Dach stellen? Können wir machen. Denkst du, den fällt auf, wenn wir da eine zweite unsichtbare Etage dazu bauen? Denkst du, das fällt denen auf? Nee, also ich, obwohl. Kommt drauf an, wie, könnte schon sein. Oder? Wärt ihr vielleicht damit einverstanden, in 9 Minuten dann mal einen Break zu machen? Dann wären es schöne 2 Stunden. Wäre alles okay, ja. Jo, gut, also dann wäre diese Folge hier leider ein wenig kürzer, wie ihr vielleicht bemerkt. Ja. Weil wir halt leider... Die ist ja nur so rund 10 Minuten lang, aber naja. Weil wir halt die lange extra lang gemacht haben, weil wir die Infiltration vorgenommen haben. Und wir müssen uns echt überlegen, wie wir die überraschen. Ja. Das sollten wir echt mal ein wenig durchdenken. Hier gibt es jetzt viele Möglichkeiten. Also erstens, wir stellen uns hier hin und machen nichts und warten hinter diesem Eingang. Zweite Möglichkeit wäre, wir merken uns diesen Geheimgang und wir gehen wieder und warten darauf, dass die wieder zurückkehren. Was hältst du davon? Das finde ich gut, weil wir... Ich meine, wir haben ja den Geheimgang. Der ist warte, ich gehe mal kurz nach unten in den Geheimgang wieder. Warum? Hast du den hier oben? Den habe ich schon zugebaut. Der ist, okay, ist versteckt und ich habe auch einen Waypoint. Eingang finden wieder. Ich habe einen Waypoint gemacht zum Tunneleingang. Okay, also den Eingang finden wir auf jeden Fall wieder und deshalb würde ich sagen, gehen wir hier wieder weg. Mhm. Ich guck. Nee, ich habe die Waffenbox von denen mitgenommen. Die platziere ich wieder hin, okay? Ja, tu das. Dann wissen die auch wirklich, dass wir hier nicht da waren. Mal hier in die Richtung ein bisschen ausschauen. So, wo stand die denn jetzt? Ich glaube, die stand da. Ich glaube, ein, zwei Blöcke oder sowas würde jetzt auch nicht so extrem auffallen, aber... Nee, hoffen wir es mal. So, ja. Gut, und dann würde ich sagen, gehen wir auf jeden Fall wieder weg und keine Ahnung, wir verstecken uns irgendwo anders. Ja, auf geht's. Ja, bloß weg hier. So, gehen wir mal hier lang, hier rechts lang, schau mal, weil von da werden die wahrscheinlich kommen, wenn die unsere Basis gefunden haben, ne? Mhm. Unsere Basis ist schon mal kompromittiert, sagen wir es mal so. Ja, also wir brauchen eine neue Basis. Ja, so, da hinten ist der Tunneleingang. Da hinten, in diesem Hügelchen, und da haben wir uns da so schön durchgetunnelt. Das würde ich sagen, gehen wir mal vorsichtig hier herunter. Ja, vorsichtig. Ja, das wäre so schön gewesen. Egal, ja, den Moment nehmen wir so uns cool nicht. Aber das können wir ja später die dürfen uns jetzt, ich meine, das ist unser Trumpf. Wir wissen, dass da dieser Tunneleingang ist. Ja, und wir wissen auch, dass die dort oben sind. Ja, eben. Und wenn wir wissen, dass die da oben sind, können wir da auf jeden Fall hoch. Und die dann richtig schön überraschen, wenn die nicht damit rechnen. Weil ich meine, das Problem mit dem Sneaken und... Obwohl, wenn die ihren Keller weiter ausbauen, finden die da den Tunnel, ne? Mhm. Glaubst du, die bauen den noch weiter aus? Ja, ne? Scheiße. Ja, schon, aber ich glaube... Komm, nee, wir gehen nochmal hoch. Ich will sicher sein. Wir machen doch noch ein bisschen mehr Smoothstone, okay? Okay. Okay, bauen wir den Tunnel einfach ein bisschen aus. Wir bauen den ein bisschen weiter zu, weil wie gesagt, wenn die wirklich ihren Keller noch weiter ausbauen, dann... Das wäre blöd, wenn die wirklich den Tunnel finden, weil dann wissen aber wir, dass wir... Oder habe ich den Smoothstone mitgenommen? Ich habe noch 13. 13, okay, das ist gut. Ja, weil du wolltest ja, dass ich den verbrenne, habe ich ja mitgenommen. Dann kann ich ja noch ein bisschen Dirt dahin machen. Smoothstone. Okay. So. Weil ich meine, es gibt nichts Ärgerlicheres, als dass die unseren geheimen Tunnel finden. Ja. Und ansonsten könnten wir dann jetzt, wenn wir den Tunnel zugemacht haben, in Richtung NPC-Dorf, weil vielleicht treffen wir die auch so dort und überraschen die. Ja. Überleg mal. Aber ich glaube nicht, dass sie immer noch im NPC-Dorf sind. Naja, oder sie machen genau das gleiche wie wir und warten dort, dass wir wieder kommen. Naja, sonst hätten die es nicht so offensichtlich gesagt. Das ist das. Ich wusste, die können es nicht lassen, so. Obwohl, vielleicht wissen die, dass wir zurückkommen. Egal, komm auf jeden Fall mal schnell hier lang, weil ich meine, es könnte echt sein, dass die auch bald wieder zu sich kommen. Mann, wie viele Betten haben wir jetzt schon geklaut? Das ist doch mal ein Trumpf hier. 4.
4 Stück insgesamt. Das ist doch eine Basis haben wir abgefragt. Komm gerade mal schnell hier rein. Weil die war nicht so schön wie die hier. Mach die zu. Und leg gerade noch mal ein bisschen. Okay. Ich leg hier gerade noch ein bisschen Kobbel rein. So, und mach noch mal. Ja, und mach da bitte noch Kohle rein. Damit wir noch ein bisschen mehr davon haben. So. Kannst du dieses Holzstück da verbrennen, was ich da hingeschmissen habe mit deinem Feuerzeug? Ich nehm's auf. Oder so, ja. So, das ist auch ein Herz für Holz. Sehr schön. Mhm. Gott, wo war das? Ja, mein holziges Herz. Jetzt muss ich finden, wo das war. Das muss ich auch noch dann wieder mit Smoothstone. Ach, scheiße. Ich weiß gar nicht mehr, wo der Eingang hier war. Wir brauchen mehr Smoothstone. Mehr? Ja, weil ich weiß nicht mehr, wo wir uns rausgegraben hatten. Verdammt. Okay, ich habe nochmal 14 reingelegt. Okay. Oh Gott, jetzt muss ich hier. Leg am besten einen ganzen Stack rein, wirklich. Ich muss. Ich fühle mich hier total unwohl. Wahrscheinlich da. Ja, ich mich auch. Ich sneak mich lieber. Sneak dich auch. Ja, mach ich auch. Wenn ich sie meine Waffe im Anschlag. Genau, mach das und sag mir, wenn sie kommen, weil dann kann ich auch sofort hochkommen. Versteck dich am besten auch hinter der Tür. Ich bin hinter der Treppe, dann habe ich einen, kann ich einen sehen. Wie viel Smoothstone hast du da drin? Was? Wie viel Smoothstone hast du da reingelegt? Ein Stack ungefähr. Okay, weil das Problem ist, ich muss ja jetzt echt alles aufgraben, bis ich den Tunneleingang finde. Scheiße. Ich glaube, ich finde den nicht. Ich grab hier gerade so riesige Schneckenstraßen. Ich finde den nicht. Warte, nicht irgendwie. Warte, komm doch du mal hoch und kontrolliere, weil ich weiß noch ungefähr, wo der war. Okay, ich. Dann schau mal. Der war doch. viel Spaß. Ja, der war hier irgendwo. Dann schau du mal nach und sag mir, wenn du ihn gefunden hast. Mhm. Ich habe dir nur mit einem Block zugebaut, ne? Okay. So, dass du es weißt. Also, du brauchst da nicht irgendwie mehr zuzubauen. Okay? Okay, aber also, du brauchst nur einen Block abzubauen. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bin ich da? Mysterious. Welche Maschinengewehre braucht man eigentlich, um die man halt an Flugzeuge ranmachen kann? Das musst du mit den Rezepten herausfinden, das weiß ich auch nicht mehr. Ich glaube, die schweren MGs. Das glaube ich auch. Okay, danke. Perfekt. Ah! Oder die bauen sich echt Flugzeuge. Oder ein Panzer. Genau, das können wir auch mal machen. Hast du ihn gefunden, den Eingang? Nein. Oh Gott. Soll ich wieder runter? Der? Ich glaube nicht, dass du den nur mit einem zugebaut hast. Sneak dich, Yannick. Ah ja. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich wollte einfach eine Schicht. Geh du nochmal hoch, bitte. Was? Geh du nochmal hoch, ich such mal. Ich wette, der ist jetzt oh genau. Leute, ich sehe den Namensschilder, die kommen wieder, die kommen wieder. Okay, 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 ich komm hoch. Wir stellen uns wieder an die Türen, okay? Aha, okay. Ich gehe wieder hin zu die Küste. Wie weit sind die entfernt? Kommen die schnell oder langsam? Ich sehe sie nicht mehr. Aber die kommen aus dieser Richtung. Wo bist du? Da. Ich sehe dich nicht. Ach, da. Okay. Aus welcher Richtung? Aus der Richtung, da von der okay. Linken. Jo. Okay, warte, dann stelle ich mich hier hinter die Treppe. Dieses Mal. Mhm. Okay. Okay. Hinter der Kiste. Woher kommen die? Die sind irgendwie von da gekommen, also von der linken Seite irgendwie. Okay, okay. Aber konzentriere dich auch noch auf deine Seite. Ich weiß nicht genau. Klar, die sollten mich. Eine muss die Tür da drüben im Auge behalten. Ich behalte die im Auge. Du musst die links. Ich behalte die hier so aus der Luke im Auge und du behalte die links im Auge, okay? Mhm. Oder soll ich wieder da reingehen? Das Problem ist, wenn ich da stehe, sehen die mich auf jeden Fall. Bleib irgendwo versteckt. Ja, so sehen die mich halt auch aus der Tür, aber nicht gleich sofort. Oder ich stelle mich so hin. Wir stellen uns einfach so nebeneinander, okay? Ja. Gut, du schaust auf jeden Fall 100% nach links. Ja. Alles klar. Okay. Da kommen sie, die kommen durch die Tür, die kommen gleich durch die linke? Zumindest einer. Siehst du das Namensschild? Oder sollen wir schnell raus und er stellt sich vorne auf den Abhang, der Dönlit. Ich gehe auf ihn rauf, okay? Gehen wir beide raus, oder? Beide, auf 3, 1. Warte, das nein, warte, er kommt. Ich schau nach rechts, du schaust. Jetzt geht er dahin, aber der ist alleine, oder? Mhm. Ich glaube, er kommt gleich durch die rechte Tür, pass auf. Warte, er kommt durch die rechte. BÄM! Ja! Okay. Jetzt müssen wir nur noch Sparrick finden. Die Betten von denen sind weg. Ihr wisst gar nicht. Ihr wisst gar nicht, wie gut das tut. Nach so langem Warten. Wo ist der? Und nach so langem Warten, bis ihr in diese verkackte Basis kommt, können wir euch endlich in euren verdammten Arsch treten, ihr Penner. Okay. Wie gemein. Wir haben eine andere Base gefunden. Egal. Nichts. Sparrick ist bestimmt auch irgendwo, oder? Da ist Sparrick! Sparrick rennt weg! Sparrick rennt weg! Gemacht. Ja, Yannick, hier ist Sparrick, komm zu mir! Komm an das andere Ende! Ich möchte dir was sagen. Ich bin auf. Ja. Siehst du mich? Ich bin hinter dir. Er rennt weg! Ich hab gerade mein Mikro so überschrien, dass das bestimmt, in 20. Scheiße, wo ist der hin? Der ist weggerannt! Fuck, ich bin runtergefallen!
Schau nach, der ist irgendwohin weggerannt. Wir müssen den kriegen. Ach, das war dieser schrille Mädchenton. Ah. Fuck. Ich seh ihn. Er ist Richtung... Wow. Hat er dich ab... Er schießt auf mich auf jeden Fall. Ich glaube, er hat einen Sniper, oder? Ja. Ich muss mal mein Gewehr nachladen, so. Mein Gewehr lädt nach. Wo bist du? Siehst du ihn noch? Er ist Richtung Norden irgendwo im Wald gewesen. Also, er ist weg auf... Du siehst ihn nicht mehr? Nein, ich sehe ihn nicht mehr. Richtung Norden. Egal, gut, dann sortieren wir erstmal die Sachen von Dölet aus, okay? Den finden wir noch. Ich möchte den aber noch kriegen, vielleicht steht hier noch irgendwo. Ja, dann such du mal und ich sortiere auf jeden Fall die Sachen von Dölet aus, okay? Ja. Alles klar. Weil es wäre echt scheiße, wenn der jetzt von hinten zurückkommt und uns dann irgendwie abschießt. Ja. Okay, gut, mal gucken, was der so hatte. Die Spitze kann ich eigentlich wegschmeißen. Leute, was ist das für ein Schwert? Plane auf Vergeltung und Verdammnis fertig. Looting. Von mir aus. Jetzt haben wir auch perfekt 2 Stunden. Die haben eine K98K und die Sniper. Ein Break da rein. Und eine BAM. Was ist eine BAM-Macher? Die würden hoffentlich noch gehen, oder? Ja, klar. Gut. Eine BAM-Macher? Was ist denn eine BAM-Macher? Das ist, glaube ich, die Karre, oder? Das ist die Karre. Hat der noch mehr K-Magazine? Eine K89 Ammo, Schwert, Pickaxe, Goldnuggets. Oh, die haben unsere Goldnuggets. Potatoes, Goldingots, die haben unser Lapis, unsere. Aber die haben nicht unsere Dias, oder? Weiß ich nicht. Eine Lederkappe, nee, die haben nicht unsere versteckte Kiste gefunden, das ist gut. Ja, okay. Ich hab die Karre. Ich hab die K und die K-Muni. Ansonsten ist hier nichts mehr. Hast du noch. Das restliche Flint hast du nicht in die Kiste gegeben, ne? Nee. Scheiße. Okay, dann hoffe ich mal, dass die Sachen da die spawnen. Ja. Gut, dann suchen wir ihn jetzt weiter, oder? Da sind eigentlich keine wichtigen Sachen mehr. Ja, ach, verdammt. Der ist in den Wald Richtung Norden abgehauen, meinst du? Also er war da zumindest. Okay. Wow, er schießt wieder. Nee, das war ich. Wo bist du? Ich bin hier am Fuß vom Berg. Ich stehe direkt unter dir. Okay, ich sehe dich, okay. Dann komm mal kurz hoch und brennen wir die Sachen noch nieder. Der hatte irgendwie einen enchanteten Brustpanzer. Okay. Ja, die haben unseren... Obwohl, haben die sich vielleicht einen Enchanter gemacht mit unseren Diamanten? Hoffentlich nicht. Mhm. Okay, aber die haben nur noch 9 Leben, ne? Die haben ein Leben weniger, das ist schon mal gut. So. Dann kann ich jetzt auch endlich die Waffenbox von denen mitnehmen, die deutsche. Weil unsere englische ist jetzt wahrscheinlich weg und die haben unser Lapis mitgenommen. Deshalb nehme auch ich wieder unser Lapis mit, ne? Janik? Ja, du das. Die hatten ein Looting 2-Schwert, das ist natürlich super. Verdammt, ey. So, komm, Lapis. Komm. Das ist wahrscheinlich schon über alle Berge. Ja, natürlich ist der Lapis. Aber kannst du mit deinem Feuerzeug mal hierher kommen, dass ich echt mal... Jo. Okay, ich hab das Lapis. Ich glaube, das machen wir nicht so. Janik, komm bitte hierher und brenn die Sachen ab, weil dann können wir ihn endlich... Okay, der ist auf jeden Fall am Spawn. Ich würde sagen, wir gehen gleich auch zum Spawn. Jetzt verbrenn die bitte schnell und wir gehen zum Spawn. Das hat wehgetan. Okay. Extra. Soll ich die Basis abfackeln? Nein, wir gehen jetzt zum Spawn. Ich nehme die... Oh, da hätte ich so Lust drauf. Nein, wir müssen sie jetzt im Auge behalten, okay? So, und die deutsche Waffenbox von denen nehme ich mit, weil die bestimmt ums amerikanische geklaut haben. Ich richte dem Boden meine Grüße aus. Mhm. So. Gut, die haben wir. Ich kann die nicht aufnehmen. Oh, ich habe so viel Scheiß. So, das brauche ich nicht. So, okay, auf zum Spawn. Wo bist du? Ich bin hier. Okay, gehen wir hier runter. Kann man da runterspringen? Nein, wir gehen den Wasserfall runter. So. Ja. Alles klar. Auf zum Spawn, würde ich mal sagen. Und das war Action, Leute. Das war doch mal Action. Ich habe ihr Haus angezündet. Och, Janik, bitte, komm. Da du ja jetzt durch den Creeper gefallen bist, zählt's nicht, oder? Nein, das zählt nicht. Nee. Aber die haben nur noch 9 Leben, weil wir ja einen von denen gekillt haben. Und aber schön in die Wunde rein und ja, und... Ja, natürlich. Was denn sonst? Ja, finde ich gut. Schade, dass wir Sparrow nicht mehr bekommen. Keine Waffenboxen mehr. Schade. Tja, dafür haben wir eure. Eine deutsche Waffenbox. Die amerikanische braucht ja so viel Rohstoffe. Wir haben 2. Schön. Und? Das bringt euch ja so viel. Danke, Wixen, dass ihr sagt, dass das eure Base war. Ja, das war unsere Base. Und? Da gehen wir sowieso nicht mehr hin. Also, und das bringt euch jetzt nicht mehr viel. Da stand ja auch so ein Schild. Domsis und Yannick seine Base. Okay, du bist hinter mir. Gut. Er hat die Waffe gezückt. Aha. Sparrow hatte eine K. Die haben gar keine Maschinengewehre, das ist extrem dämlich. Weil durch die Rüstung brauchen die echt lange, um uns damit zu killen. Ja. So, sollen wir nochmal schnell die so voll stark sind, die Scharfschützengewehre. Die sind stark, aber du musst erstmal damit treffen und das ist das große Problem. Du triffst nämlich damit fast gar nicht. Das ist ja das Doofe. Okay, wollten wir nicht eigentlich schon vor 5 Minuten aufhören? Wollten wir nicht eigentlich jetzt aufhören vor 5 Minuten? Wir wollten kurz noch, dass wir hier sicher sind. Oder meinte das Dödel-Team noch 5 Minuten und die sind jetzt eigentlich auch vorbei? Also wie gesagt, ich kann den Server stoppen und dann seid ihr sicher, dann macht euch kein Monster was.
Nein, wir brauchen kurz. Also 2 Minütchen jetzt wirklich nur. Warum? Weil wir müssen ja noch halbwegs weit weg. Und in eure Base kommen. Wie gesagt, ja. Ich verstehe nicht, wo das Problem ist. Wenn ich den Server stoppe, seid ihr da, wo ihr seid. Nein, wir möchten wenigstens beim nächsten Mal dann halt gut und gediegen steigen. Okay. Ich verstehe nicht, warum, aber gut. Ja, 2 Minuten. Dann können wir die noch suchen. Komm, wir suchen die. Mhm. Sparrow ist ja Richtung Norden. Oder vielleicht doch zu unserer Base gehen und dort warf sie mal ab. Die, glaubst du ernsthaft, die gehen zu unserer Base? Kann gut sein. Ich glaube nicht. Ich glaube wirklich nicht. Also... Aber wir könnten zumindest unsere versteckte Kiste... Da würde ich jetzt vor allem nicht hin, weil die... Ja, schon. Da würde ich jetzt sowieso nicht hin. Die ist dort erstmal so ganz sicher, würde ich sagen. Mhm. Hoffe ich. Ja. Aber ich würde jetzt auf jeden Fall mal in die Richtung gehen, in die Sparrow gegangen ist, weil der Dödet bestimmt auch in die Richtung etwa laufen wird. Der wird ja nicht komplett außen rum gegangen sein. Und in welche Richtung vom Wald ist er eher? Ist er eher nach links oder eher nach rechts? Nach Norden. Jo. Nach Norden, okay. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir hier die Folge. Gebt uns auf jeden Fall einen Daumen hoch, wenn ihr diese Action mal ganz witzig findet. Wir werden die alle ausrotten. Alle. Ja. Und dann sag ich mal hier bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.